Gewünschten Zeit, Leute. Es ist. Ah ja, ich brauch die Flossen, ne? Genau. Ja. Ich erinnere mich direkt wieder. 5 Uhr morgens. 3 Uhr morgens ist es. Spielen. Spiele. Es ist 2.23 Uhr. Seien wir da noch wenig richtig ehrlich jetzt, ne? Okay, ja, ist klar. So, Leute, für euch tun wir alles, das wisst ihr. Ne? Ja. Ricky freut sich auch, dass er nochmal um 2 Uhr nachts aufstehen musste. Ja. Ist ja nur. Bin die ganze Woche. Also, Leute, ich will mich nicht beschweren, aber ich will mich mal kurz beschweren. Es ist immer dieses so, boah, 8 Uhr da sein, 19.30 Uhr weg und dann. Denn jetzt habe ich mal Wochenende, hätte ich mal ein bisschen früher, bisschen später hin. Ah ja, stimmt, wir haben heute richtig viel Zeit. Geil. Bis 9, ja. Ja, guck mal, das sind 7 Stunden. Ja. Ne? Aber das ist immer das, was mich so nervt. Immer dieses so, ich könnte mal länger schlafen oder so. Und dann sehe ich morgens aber schon dieses glückliche Gesicht da oben und denke mir, boah. Ja, guckt ihn euch an, wie glücklich er guckt immer. Ja, ich bin zufrieden. Also ich hab gut geschlafen. Ich bin auch rechtzeitig wach geworden von alleine. Das ist mir ja immer wichtig, ne? Ja, dass mich der Wecker nicht weckt. Ja, bei mir ist immer der Wecker. Ja, bei mir nicht. Ja, kein Wunder, dass du so gnöderig bist. Wäre ich auch. Das wäre ich auch. Ja, Leute, ich brauche Ware. Spende mal. Ich muss Ware kaufen. Kein Geld für Spenden Ware? Nee, Digga. Es ist ja, bei dem Wetter kommt nichts rein. Ich habe 300 Liter Bier und alles bestellt und dann spenden sie jetzt. Von jedem 5 Euro helfen, Leute. Braucht 2000 Euro. Für Ware. Ja, das kriegen wir ja wohin hier, ne? Ja, und Wollo braucht 2000 Euro für Ware. Ja, fürs Leben, ne? Fürs Leben. Einfach nur fürs Leben, bitte. Ja. Aber wie geht's dir denn, Wollo? Das ist erstmal die wichtigste Frage. Ist es alles in Ordnung, dir? Ja. Ja, war schon schlimmer, ne? Das ist immer so das, was ich sagen kann. War schon schlimmer. Von daher geht's. Bin mit Schlimmeres gewohnt. Ja. Das ist doch schön zu hören. Ja. Mein Kabel ist gestern Abend endlich angekommen, doch noch. Ach, das ist ja ein Ding. Ja. Halleluja. Am Freibad? Aber ich gar nicht. Ja, bei meinem Freibad, aber es ist denn. Es hat dann die Badeaufsicht für mich angenommen, weil es kam dann um 19 Uhr oder so kam das. Dann war ich ja schon zu Hause. 18.30 Uhr war ja gestern Feierabend da. Ehrenbadeaufsicht. Mhm. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es funktioniert. Weil sonst ist nämlich kacke schon wieder. Ja, immer nur Stress, ne? Mit den ganzen Was hättest Shit. Du an meiner Stelle gemacht? Hättest du gesagt, ich streame jetzt mit der scheiß Mikrofonqualität? Oder? Ja. Ja? Ja, weil warum nicht? Weil damit hattest du immer 800 plus Zuschauer, die es ja offenkundig nicht so sehr störte. Ja, aber ich bin dann auch so ein... Ich bin dann auch so ein Junkie, der das in die Qualität, die er rausholen kann, rausholt. Ja, so war ich auch mal. Wie gesagt, das kann... Man kann das lassen. Ja, das sogenannte so. Nerdy-Gehen. Das Nerdy-Gehen. Ja, das geht irgendwann weg. Ne? Dass man immer das Beste und Neueste braucht. Ne? Das habe ich nicht mehr. Nee, nicht das Beste oder Neueste, aber man will wenigstens eine vernünftige Mikrofonqualität haben. Aber die Qualität war schon geil von den Dingern. Aber das erwarte ich auch für 280 Euro. Ach ja. Ja, kein Geld für Ware, Leute, ne? Ja, das ist eine Investition in den Stream, mit dem ich auch Geld verdiene, Wollo. Ja, war aber nicht nötig. Doch, war nötig. Hast dich von 3 Leuten belabern lassen. Das war allen egal. Nachher stellt sich raus, das war gerade das Ding. Die schlechte Quali. Das war genau das, was die Leute wollten. Jetzt hast du es ihnen genommen. Nee. Morgen hätte mich auch darauf angesprochen. Ich habe mich selber darauf angesprochen. So, geh mal auf den Sack. Deswegen lassen wir es. Ja, aber jetzt hast du halt Probleme, dass du nicht laden kannst und so. Ne? Es ist halt... Ja, aber dafür habe ich ja das Kabel jetzt. Ja. Ja, okay. Ja, dafür ist das Kabel, ja. Ich muss aber sagen, Ehren Teach, das wer mich bestellt hat. Kuss. Mein geliebster Lieblingsmod. Dankeschön dafür. Stell dir mal vor, man hat Mods, die was tun für einen. Verrückt, nee, oder? Braucht man nicht. Braucht man nicht. Selbst ist der Mann.
Hipster Mann. Ja? Nee. Doch. Nee, ich bin nicht selbst. Ich hasse das. Das ist mein Lebensmotto, Rigi. Deswegen läuft so scheiße bei dir. Ja, lieber, aber dann habe ich es wenigstens. Ich habe es versucht, ne? So, warte mal, sollen wir mal legen? Den Boomerang können wir da reinschmeißen, ne? Kriegen wir einen besseren. Nicht, dass wir ihn bräuchten. Aber kriegen wir gerne. Aber kannst du das Schwert reinschmeißen, wird besser oder sowas? Nee. Kannst du Pfeil und Bogen irgendwo reinschmeißen, das wird besser? Nee. Was kann der Bumerang jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt kann der Bumerang auch töten. Mal gucken. Der kann jetzt leuchten, ja, auf jeden Fall. Alter. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt extra kann. Aber es ist jetzt der bessere Bumerang. Vielleicht fliegt er weiter. Ah, ja, das kann natürlich sein. Ja, mein Gedanke. Wahrscheinlich. Ne? Ne? Pass auf, du wächst so knörderig ein bisschen. Nee, überhaupt gerade nicht, aber... Ja, ne? Gibt nichts Richtiges zu erzählen, so. Es ist nichts Guten Morgen, passiert. Wir sind... Nichts, was ich erzählen will. Nichts, was du erzählen willst? Nichts Schlimmes, Rigi. Ah, okay. Kann ich dir gleich mal privat erzählen, aber das muss jetzt hier nicht... Müssen nicht alle wissen. Mein Hintern brennt, wenn ich dich sehe. Meine auch. Meine, ja. Ich bin heute Morgen wach geworden, aber auch so eine komische Stelle, die fühlte sich dann immer wieder so an, als würde mir da jemand ein Messer reinstecken. So, Ne, ich hab das ja auch mal, dass es immer noch brennt da unten, also wie Sau. Ja. Aber jetzt, wo ich wieder Kamillenblätter benutze, geht's wieder einigermaßen besser, tatsächlich. Kamillenblätter? Oh nein, ja, jetzt erzählt er mir wieder, dass er Toilettenpapier mit das nach Kamille riecht, benutzt und glaubt, da ist wenig Kamille drin. Nee, bitte nicht. Das hilft trotzdem. Nein, das bildest du dir ein, Junge. Da ist einfach nur Parfüm drauf. Das sollte doch nur viel schlimmer sein, eigentlich. Nee, es macht alles besser. Ist ein Kamillenextrakt ist da drin. Und natürlich ist der Kamillenextrakt. Nein, was denn da ist Kamille? Ich guck mal nach. Einfach nur so ein Geruch. Das haben wir schon mal nachgeguckt. Das ist einfach nur so ein Geruchsding. Sowas kaufe ich niemals, weil ich mir jedes Mal dann denke an meinen fuck entzündeten Arsch, da packe ich doch nicht die auch noch irgendwas mit. Sag doch nicht mit das Parfüm. A-Wort, sondern nicht das A-Wort, Alter. Ja, editiere ich nachher. Ja. Mach ich nicht. Vielleicht mach ich es wirklich eben schnell. Ja. Mal gucken. Ja, okay, es ist mit Kamilleduft, aber leck mich. Ja, natürlich. Sei nicht das Kamillentoilettenpapier und Trigger. Ja. Digga. Aber ich gehe vielleicht heute Abend mal baden in Kamille. Ja. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ja. Wund und Heilsalbe hilft. Nee. Doch. Das macht's schlimmer. Nein, bei mir nicht. Das aber ist safe nicht. Aber schlimmer ist, dass ich oben sich anfühlt wie Schuppenflecht. Also jetzt nicht unten am Hintern, sondern ein bisschen weiter in der Gurkenregion, sag ich mal. Neben den Spiegeleiern. Ein bisschen wund ist und es aussieht wie Schuppenflechte wieder. Ich glaub, Bruder, das hab ich auch! Das macht doch keinen Scheiß! Das hab ich auch. Das ja, nervt. Wo ist das denn jetzt her, denke ich mir? Was soll das denn? Ich nehme doch ab! Warum wird das jetzt wund, wo ich dünner werde? Ja, so schnell hilft das alles nicht. Das sag ich immer wieder. So, jetzt kann ich hier endlich Videospiele spielen. Ja, hast du die ganze Zeit schon gemacht. Ja, aber jetzt kann ich richtig zeigen, was ich kann. So, hier im Tempel. Ah. Da war ich schon die ganze Zeit drauf. Bist du erst im zweiten Dungeon? Im zweiten Dungeon der Schattenwelt. Das ist der fünfte Dungeon. Echt? Ja. Krank. Ich habe davon, glaube ich, keinen mitbekommen. Wie viele Dungeon hat jede Welt? Jede Welt? Ja. Jetzt haben wir nochmal, warte, muss ich mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dungeons noch und Ganon Castle. Alter. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt, muss da doch. Da muss da Wasser hoch, Digga. Ja, aber dann, eigentlich muss man das Wasser doch ablassen. Jetzt ist das Wasser ja, glaube ich, wieder oben, ne? Ah, ne, hier muss ich einmal das Wasser kommen lassen. Okay. Der hatte das nicht gespeichert. Hat er nicht gespeichert? Nee. Sau. Oder keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch nicht gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr.
Nee, ich lasse dich aber auch nicht. Aber ich doch, doch, das hattest du, glaube ich, gemacht. Aber danach hattest du ja dann, weil Sumpfding war es wahrscheinlich danach nicht gespeichert, weil wir standen hier drin und so, ja, machen wir nicht ein paar, bis dann, tschüss. Ich hatte das gemacht, weil ich bin doch hier reingesprungen und dann habe ich gemerkt, wie ich keine Flossen hatte. Ja, irgendwie so war es, glaube ich. Ne, das ist doch sehr merkwürdig. Es ist auch sehr merkwürdig. Was ich auch merkwürdig finde, ist, dass ich aktuell liebe, mir Ocarina of Time Speedruns anzusehen. Aber ich immer noch hasse, das Spiel zu spielen. Was ist mit deinen Speedruns? Was hast du mit diesen Speedruns? Hey, hast du die doch auch mal angesehen früher? Oh, ja, aber jetzt, ich bin an dem Punkt, wo ich mir vorstelle, ich müsste einen Speedrun gucken, ey. Oh, nee, gar ja, keinen Bock. Entschuldige, dass ich was genieße. Es tut mir leid. Ja, wo kommt das plötzlich her, dass du zu jedem Spiel Speedruns guckst? Ob es Mario Kart ist, ob es ein was hast nicht gesehen? Nein, Mario Kart habe ich keinen Speedrun gesehen. Du hast dich verändert, Ricky. Mario Kart habe ich, hab ich die Geschichte des Speedruns gesehen, wann sie den Trick gefunden noch schlimmer. Haben und so. Noch schlimmer. War super. Das war cool. Kann ich den, warte mal, wie lange ging das nochmal? So Speedrun-Leute werden immer komisch, Ricky. Du musst, reiß dich zusammen, bitte. Werd aber nicht so ein komischer Speedrun-Heini, okay? Wieso ein komischer Speedrunner-Heini? Ja, die werden immer alle komisch. Das weiß ich von mir selber, ich war ja auch so einer. Nee. Ja. Stimmt. Du warst echt nervig. Ja. Aber jetzt mittlerweile musst du sagen, hast du dich ein bisschen gefangen. Du bist mal wieder ein bisschen normaler geworden. Normaler. Ja. Hier, 30 Jahre Mario Kart, die ganze Geschichte hatte ich auch. Das hast du mir schon fünfmal erzählt. Was ist denn jetzt? Was kriege ich jetzt für ein neues Detail in der Geschichte? Weiß ich noch nicht. Das waren Spielewelten von Evo. Das habe ich noch nicht ganz durchgesehen. Da bin ich erst bei 20 Minuten. Bei 1 Stunde 30. Ich weiß, ich gucke ja auch aktuell Did You Know Gaming ganz viel wieder. Und guck mir auch dann die Combinations an. So gestern zum Beispiel habe ich mir eine Stunde angeguckt von. Alle gecancelten Nintendo 64 Disk Drive Spiele. Was haben die Spiele denn gemacht? Die wurden alle gecancelt. Achso. Was haben die denn gemacht? Was haben sie gesagt, Böses? Erzähl mal. Ja, die haben über die böse S haben sie gesprochen. Die böse S? Die böse Streamerin S. Ach so. Ja. Wir sprechen hier keine Namen mehr aus. Leute, wir müssen so vorsichtig sein. Wir dürfen auch nicht mehr über unser Körper reden und so. Wir haben das alles jetzt gelesen, was man darf, was man nicht darf. Habe ich mich auch jetzt mit Maeve nochmal drüber unterhalten. Wir sind einfach erstmal ruhig für den Monat. Wir haben Maulkorb an, Leute. Wir haben aktuell Maulkorb an und das müssen wir so hinnehmen. Ja, ist halt wirklich so. Es ist so. Es ist. Also, sagen wir mal so, über mein EpiPen darf ich auch nicht mehr reden. Weil das könnte Menschen triggern. Der hat uns erst. Wisst ihr, was mich triggert? Steht das da auch mit auf der Liste? Kann mal einer von. Wenn jemand über Steuern redet, das triggert mich, da hätte ich gerne eine Triggerwarnung vorher. Ja, darf man auch nicht drüber reden, tatsächlich. Oh Gott sei Dank. Da will ich jetzt jeden für melden, weil das kotzt mich auch an, ne? Auch bei dir letztens wieder, habt ihr auch wieder 10 Stunden drüber geredet, da hat ich mir auch gesagt, okay, der will mich nicht in seinem Stream. Sag's doch einfach, Ricky. Sag doch einfach hier, ich will dich nicht. Hey, ich weiß doch nicht, ob du mal im Stream bist oder nicht. Bin da den ganzen Tag. Also hast du nicht über Steuern zu reden, weil das würde mich triggern. Nimm mal ein bisschen Rücksicht. Das ist mein Safe Space, mein Rückzugsort, der Ricky Mania Stream. Der letzte Ort, wo ich nochmal Volo sein darf, dachte ich. Aber scheinbar nicht. Ja, aber nimm's doch als Motivation. Motivation für was? Das hinzukriegen. Das ist jetzt. Ja. Ja. Heute fällt mir nichts mehr zu ein, da fällt mir die Worte. Ja. Was hören kriegen wir hier den Hookshot? Du hast es erfasst, Herr Mania. Ja, das sieht man, das sieht man am Layout des Dungeons. Du sterben. Stirbst du gleich. Ja, weiß ich. Aber ich habe auch das Problem. Ah ne, da geht's da doch weiter. Hast du, ich dachte gerade, warum geht er da nicht rein? Nee, ich dachte, da war eine Schlüsseltür, weiß ich auch nicht. Ich darauf komme. Ist hier Gaming out of my mind? Das war auch schon echt gerade knapp ein bisschen, ne? Keine Sorge, Ricky, du hast einen Gamer dabei. Das wird gut. Schon, ne? Wenn man einer der hier Videospiele spielt. Oh, guck mal, das sieht aus wie ein. Der Gamer macht das schon. Der Gamer. Boah, wie nervig das ist. Nicht so. Nervig.
Nein. Nein, 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 nein. Volo, nein. Aus, aus, pfui. Pfui. Das sagt man nicht. Machst auch mal Probleme mit uns, ne? Das ist schlimm. Ja, es, ich bin in meiner rebellischen Phase, habe ich das Gefühl. Ich will es aktuell nicht einsehen, dass es so ist, wie es ist. Im Status quo akzeptiere ich nicht. Aha, ja, aber ich habe mich nämlich viel schneller gebessert wie du. Nee, generell. Er hat gesagt, ich habe so viel Gossensprache in mir. Und du hast mich das auch, du hast mich da überhaupt reingetrieben wieder. Nein. Doch. Du bist, also ich seh dich auch als ein. Das kommt durch deine anderen Freunde. Nein. Doch. Mit meinem anderen Freund habe ich gestern noch geredet und nee, der meinte mein auch ich so. Gar nicht. Nein. Ich meine da die ganz anderen Freunde. Deine Ghetto-Freunde da, dein Bruder und sowas. Deine Ghetto-Leute. Von denen kommt das. Von daher kommt das. Auf jeden Fall meinte der auch, ja, bei Wolle und Cornel haben wir auch, glaube ich, gar nicht so wild geflucht, ne? Da musste ich dann auch überlegen. Also ich weiß es nicht tatsächlich. Aber wahrscheinlich nicht so wie. Also, wie gesagt, das hatte ja hier so eine gewisse Dynamik angenommen, halt einfach, ne? Wie das manchmal so ist. Ne? Einer fängt an, ne? Da muss man ein bisschen noch einen draufsetzen immer wieder. Tja, ja, und aber irgendwann war's. Ja, mal so. Also ich mache mal so einen lockeren Spruch und so. Das ist ja immer typisch bei Wollo, das haben wir gar nicht vergessen, Leute. Das ist immer dieses so, du sagst irgendwas, wie zum Beispiel eben Gamer. Und es liegt dir auf der Zunge. Es liegt auf der Zunge, uns zu canceln. Uns canceln zu lassen, es liegt ihm einfach auf der Zunge. Er kann nicht anders. Ich bin ein Rebell. Ich rebelliere, Mann. Das ist halt so. Gegen was? Gegen dich selbst rebellierst du vielleicht? Nein, gegen alle. Gegen alles und jeden. Ihr könnt mich alle mal. Ich will es euch zeigen, dass ich... Ich bin gegen System. Gegen System, Junge. Was gegen welches System? Ja, das System, das ihr hier macht. Keine Ahnung. Was weiß ich? Ich bin gegen alles. Ich bin 38, ich bin gegen alles. So einfach ist das. Ey, gestern, das zu akzeptieren. Da war so da ist der neue Bademeister. Die sieht auch nicht schlecht aus, ne? Aha, nee, hier werden keine Körper bewertet. Das ist doch der Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann halten wir uns so ein bisschen so bla 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 und sie so, ja, so. So, ja. Und so, ja, ich bin mittlerweile wieder so alt für den Scheiß. Sag ich so, ne? So aus Spaß, ne? Und sie so, ja, wie alt bist du denn? Ich so, 28. Sie guckt mich so an, nee. Sag ich nur ein Jahr älter als ich. Ich sag, doch. Oh, ich hätte dich jetzt so auf 35 geschätzt. Und dann sag ich so, was? Nein, das sind die jungen Leute, ne? Ich bin doch alle in Schlag. Oh Mann, Alter, die 35. Ich kann das nicht mehr. Ja, vielleicht war ich auch schon, wirklich, ist es auch nicht, ich sehe aus wie George Clooney, weil ich habe so viele graue Haare, ist der Wahnsinn. Ja, ich auch. Ja, aber du. Wir sind zwei Cloonies hier. Wer ist du bist mehr aber Clooney? Auch. Aber du hast ja schön dünnen Bart, schön dünnes Gesicht, eine Cappy auf und so. Das lässt dich jünger. Du siehst ja auch wie Harry Potter. Harry Potter, wenn dann. Harry, ne, weil er immer. Ich bin haarig, ne? Und. Ach, Rick, ich wäre gerne nicht so haarig. Sag dir, wie es ist. Ja, rasier das doch. Nee. Ja, dann wärst du nicht so haarig. Ja, aber das wächst ja nach. Warum soll ich das jetzt machen? Lohnt sich ja nicht. Ich hab nur am Bauch nichts. Ein bisschen. Ich hab nur am Bauch ein bisschen. Ich, ne, wenn ich mich mit den Arsch rasiere, für nichts und sag das nicht. Sag das nicht, das A-Wort. Natürlich, das muss ja wohl erlaubt. Das ist. Nein, das ist nicht. Nein, dann haben wir keine Monetarisierung mehr, nie wieder. Sag doch einfach Hintern. Wenn ich hier Pöpöchen sagen muss, dann ist sag doch Hintern einfach. Hintern. Leute, wenn ich mir den Hintern rasieren müsste. Alter, der bei dir voller Haare ist. Fühlt sich nicht gut an. Nee, weiß ich ja. Dann müssen wir jetzt aber diesen Monat durch. Diesen Monat ist Maulkorb. Der gesamte ist Monat ist Maulkorb. Ist mir peinlich. Nachher sieht das mal jemand. Stell dir mal vor, das sind die ersten Videos, die die von uns sehen. Dann glauben die doch, wir sind bekloppt. Ja, aber es geht nicht anders. Wir haben keine Monetarisierung, Wollo. Wir haben kein Geld. Ja, aber das bin ich doch gewohnt. Das macht doch ändert doch nichts. Ja, ich weiß. Ist mir doch egal. Oh mein Gott, ich hasse das Level. Ich hasse das Level. Darf ich hassen noch sagen? Oh nein. Mein Gott, ich hasse das Level. Ich mag dieses Level nicht. Ich dislike dieses Level. Dieses Level macht weniger Spaß als alle anderen Levels. Genau. Ne? Aber es macht immer noch voll viel Spaß, weil es ist ein cooles. Vielleicht ist es auch Miyamoto, der uns da wirklich die Monetarisierung wegnimmt, weil wir so schlecht über Nintendo-Spiele reden. Da traue ich dem zu. Daddy hat einfach gesagt, ist nicht mehr. Daddy hat den Geldern abgedreht. Kann der gar nicht. Ja, kann der gar nicht. Der soll lieber froh sein, dass wir die Spiele so schön promoten. Ja.
Ne, dass alle Leute sich danach sofort denken, boah, das will ich haben, das geile Spiel. Ja. Das wunderschöne Spiel, meine ich natürlich. Ja, darf man natürlich sagen. Geiz ist nett, Leute. Geiz ist nett. Wisst ihr, was auch nett ist? Dass der Part vorbei ist. Ne? Freut mich auch gerade richtig. Bis dann und ciao, tschüss.